Der war wahrscheinlich AFK. So, weiter. Da werde ich hin, denn das ist etwas, das ich euch zeigen muss in der Hauptstadt von Aladdin. Das sind Entdeckungspunkte, Erkundungspunkte, Aussichtspunkte. Das ist das Spannendste von allem, meiner Meinung nach, weil es mal was anderes ist als dieses typische, normale WoW-Quest, Killen, alles und so. Oh Mann. Wo sind die? Wo sind diese Penner-Zentauren? Juhu, wir haben können ihn reparieren, solange uns jemand den Rücken frei hält. Spürt die Wut! Verteidigt die Arbeiter des Pumpmasters. Okay. Was? Alter. Das ging ja schnell. Scheiße, wir wollen den ganzen Schaden. Oh, cool. Was ich auch machen kann. Bam. Erde. Dunstform. So, jetzt sind wir erstmal ein bisschen sicherer. Jetzt. Autsch. Jetzt kriegen wir erstmal ein bisschen Unterstützung, bevor ich hier weiter krepiere. Ist halt wesentlich angenehmer mit mehr Spielern das zu spielen. Und das ist, finde ich, auch das, was so das MMO-Ding im ganzen Jahr ausmacht. Du bist die ganze Zeit mit anderen Leuten zusammen. Natürlich ein bisschen anonymer, aber damit nicht alle kennen. Aber es hat einfach dieses Gefühl vermittelt, es einem. Man ist mit vielen, vielen Leuten an einem Ort und macht ein und dasselbe Quest, ein und dasselbe Ziel, viel die gleichen Gegner. Bemüht sich darum, halbwegs. Und dann weiß man auch mal irgendwann die Einzelspieler zu schätzen, dieses Erkunden und sonstiges. Und wenn ich euch einmal die Hauptstadt zeige, das Ding ist so perfekt. Als ich das erste Mal drin stand, dachte ich so, ja. Geil. Bin ich nie gewohnt gewesen. Ja, da wurde schon wiederbelebt. So. Das Rohr ist repariert. Und das ist, glaube ich, auch Schluss erstmal jetzt hier. Das heißt, wir machen weiter. Ich mache hier einen durchgehenden Dreh und teile es dann ein in Videos. Hatte ich mir eigentlich vorgenommen. So wie ich das früher mal gemacht habe. So, Aussichtspunkte sind normalerweise. Ich bin ja ruhig, ich mag die Musik. Michael, nichts auf. Aussichtspunkte sind klasse, weil sie die geilsten musikalischen Themen in diesem Spiel haben. Ernsthaft, ich mag das in der Silvaria-Hauptstadt die Musik da, die ist wunderbar. Wirklich, gefällt mir richtig gut. Auf jeden Fall sind es immer so, die zeigen einen bestimmten Bereich auf der Karte halt. Euch, so eine besondere Sehenswürdigkeit meistens. Und da, ich sag mal, halte gerne ein und so. Und manche davon sind nur per Kletterrätsel und so zu erhalten. Vor allem in den Hauptstädten werdet ihr ganz schnell sehen, wie manche Punkte wirklich unglaublich kompliziert zu erreichen sind. Es gibt da Dingens hier. Götterfels werdet ihr es mehr oder weniger bald sehen. Oh, an dem Wand. Barrikaden zerstören, okay. In Götterfels werdet ihr das mehr oder weniger bald sehen, wenn ich dann halt habe. Da gibt es ein Grabmal. Das ist wirklich ein ganz knapper Sprung. Wenn man da nicht genau richtig landet, ist man nicht drüben. Und das ist wirklich, da denkt man sich so, wie soll ich das erreichen? Dann hat man ein paar Ideen, aber dann funktionieren die ganz schnell nicht mehr. Dann wird man realistisch und dann muss man halt gucken, wie kann man da am besten drauf. So, meistens sind es einfach die Sprungrätsel, wo man dann ein bisschen Geschick beweisen muss, also Austastengeschick. Andere sind dann einfach ganz popelig. So, das Event war erfolgreich für uns. Oh. Ah, ich mag das. Jetzt habe ich auch Blitz und jetzt sind wir bei meinem. Das Gebäck gewesen. Jetzt haben wir nämlich Kettenblitze. So, wo wollen wir hin? Wir wollen. Hey, einer dieser angeblichen Bauern auf dem Hügel da. Ist gut. Mhm.
Das heißt, immer wenn man zum Pumpenhaus geht, kriegt man jetzt diese Meldung. Das finde ich ganz gut eigentlich. Ich hätte gerne einen Händler, muss ich sagen. Heftbeuren. Ja. Kannst du mit mir handeln eigentlich? Wie geht's? Nein. Hab euch gar nicht gesehen. Willkommen. Ah, du hast mich gar nicht gesehen. Ich habe gerade dein Land verteidigt und gerettet. Gut, dass du mich nicht gesehen hast. Ich fühle mich eindeutig und schwer voranzukommen heute, aber man bemüht sich. Kann sie jetzt bitte mal stehen bleiben und ich möchte mit dir handeln. Ja. So, jetzt können wir endlich mal verkaufen. Die wollten wir noch anlegen. Ich habe keine Ahnung, was ich damit will, aber egal, ich behalte erstmal. Wir verkaufen erstmal allen Schrott. So, Gebogens, Rohlederriemen. Ist kein Handwerksmaterial. Wichtige Hammer, stumpfer Dolch, bla 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 bla. Brauchen wir auch nicht, weil wir keine mittlere Rüstung tragen. Das behalten wir jetzt erstmal. Keine Ahnung, was ich damit will, aber egal. Wir könnten jetzt hier was kaufen. Zum Beispiel Wurmzähne. Das möchte ich nicht. Ich möchte hier erstmal ein bisschen horten, die Punkte. Keine Ahnung, was ich damit will und was ich gedenke, damit zu erreichen. Aber irgendwas bringt es bestimmt. So, und wir gehen jetzt noch hier. Helft den Fischern, Travis und Justin. Es sind gefährliche Zeiten. Die Grafik ist schon irgendwie deutlich besser als bei den Spielen, die ich sonst gesehen habe. So. Hä? Winzige Klaue. So, wir untersuchen mal. Was lässt sich daran finden? Auch ein Fischer. Was ist das denn? Blitzwelle. Hui. Und das Schöne ist, man kann so toll die Sachen machen. Man kann nicht einfach nur eine Vieh, also man kann nicht immer nur eine Sache machen, um eine Kiste zu schießen, dann gleich mehrere. Dann gibt es immer diese Bosskämpfe zwischendrin, die einem so das Gefühl, wirklich was erreicht zu haben, gibt. Und es ist einfach abwechslungsreich. Dann kann man sich mal eine Auszeit nehmen und so eine Stadt erkunden, was wirklich mehrere. Also bei mir hat es durchaus eine Stunde gedauert, bis ich durch Dingens durch war, durch Götterfels. Hab das ja schon in der Beta, das habe ich schon mal in der Beta gemacht, aber alles, was hier nachkommt, habe ich praktisch. Also ich habe ganz viel auch nicht gemacht, sagen wir so. Ja. Ich habe zum Beispiel Azura und Char habe ich noch gar nicht gespielt. Non so ein bisschen, Silvari so ein bisschen. Ich bin ein Beweger. Du bist ein was? Ein Beweger? Was ist das denn für ein Titel? Interessant. Westliche Götterdamm entdeckt. Oh, ist das interessant, ja. Ach, da müssen wir noch hin. Genau. Aber... wir wollen erstmal den Fischern helfen. So. Und die Quest war ja schon abgeschlossen. So, jetzt kriegen wir wieder Post. Danke, danke. Ich bedanke mich auch. Dann kriegt man immer so eine kleine Summe Geld. Weil Geld kriegt man echt nicht so viel. Was ist das denn? Höhe. Bom. Na, schade. Und wie immer, sind wir vorführen und dann bumm. Nö, kein Bock. Eigentlich möchte ich euch nochmal die Charaktererstellung zeigen. Aber ich habe mir das jetzt gespart. Diesen ganzen Laberanfang. Weil ich dachte, Mensch, ihr wollt doch bestimmt dann richtig sehen. Was so los ist hier in diesem Spiel schon. So, wir stopfen ein paar Löcher. Weiter. Das ist ein Erz, das könnte man jetzt zum Beispiel abbauen. Für die Handwerker unter euch ist das sicherlich wichtig. Da oben gibt es einen Aussichtspunkt, den mache ich aber erst, nachdem die Quests hier fertig sind. Ich will jetzt erstmal eine gute Wertung erzielen. So, was haben wir? Hier haben wir wieder Löcher. Hier ist nichts. Da hinten ist ein Loch. Hier ist ein Erdelementar. Piu.
läuft er wieder weg. Dann kriegt ihr ganz schnell den außer Reichweite. Ach, ich mag Blitze. Blitze und Stäbe sind nicht das Beste. So. Also ist halt. Das ist so der ganz gewöhnliche MMO-Alltag, würde ich sagen, so von solchen Rollenspielen MMOs mit diesen Themen sozusagen. Das ist nichts Besonderes. Windgeschwindigkeit. Hui. Gut. So, jetzt machen wir mal das Kletterrätsel und ich werde hundertprozentig versagen. Nein, werde ich nicht, Mann. Ja, das ist jetzt noch ein sehr einfaches Kletterrätsel. Da kommen noch ganz andere. Da gibt es auch welche, da muss man wirklich erstmal sich überlegen, wie komme ich da hin? Wie geht das? Und da muss man richtig gut springen auch noch. Der da. Majestätisch. Das Tal vor den Fluten schützen. Tja, ja. So. Jetzt kann ich mir das auch scheißegal sein, jetzt muss ich eigentlich nicht mehr klettern. So, wo will ich hin? Wie ich marke, Obstgarten. Oder wollen wir da rein? Was haben wir jetzt eigentlich alles? Oh, Malachitkiesel. Die sollte ich unbedingt behalten. Wiederverwertbarer Gegenstand. Oh mein Gott, habe ich wieder Handwerksmaterial. Ein Stück Wildfleisch. So, was es hier gibt. Was? Oh, da hinten. Wütende Bienen. Das habe ich aber leuchtend drüber. Jetzt muss ich hier Äpfel retten und Bienen killen. Halt, Moment. Da kriege ich jetzt überhaupt nichts mehr wahrscheinlich ab. Beziehungsweise maximal. Irgendwie. Das ist schön, in solchen Massen wird wirklich mal alle automatisch. Dingens hier, F, um eins wieder zu beleben, das ist so reaktionsmäßig geht das ganz schnell. Man sieht immer liegen und drückt sofort. Das ist. Momentan habe ich das sehr sozial erlebt. Also auch bei den Stresstests. So, bösartiger Bullet. Ich kann mal gucken. So, jetzt kann er schneller laufen. Jetzt schießen wir wieder. Ja, ich habe noch Gold bekommen. Woo! So. Jetzt rennt er dahin. Und? Ist ein zufriedener Bulle. Oh, wie nüt. So, jetzt können wir mal Äpfel retten im Obstgarten. Entschuldigung, muss gerade ein Gespräch führen. So, jetzt sind wir beim Äpfelretten dabei. Obstgartenspinne, Eier zerquetschen, Spinnen erzürnen, böse sein, kacke sein. Einfach alles tun, um so richtig das WWF aufzubauen. Boom, geh weg. Das ist nicht. So, und jetzt kann man nämlich noch schneller laufen. Und noch besser gehalten. Ist das nicht was? Ich finde es auch geil, muss ich sagen. Ab. Tod ist tot.
Spinnensack zertreten. So. Der Baum brennt. Vertreibt Fledermäuse und Flughunde. Denn wer weiß, ein bisschen was über Fledermäuse und Flughunde weiß. Die essen Obst. Äpfel zählen. Falls das jemand nicht wusste, bitte schlagt ihn. So, ich habe keine Ahnung, was ich aufgenommen habe. Ich mache mal sofort Looten, weil ich hier erstmal die Quest machen will. Und dann können wir darüber reden, ob wir mal unser Inventar angucken. Ich meine, das ist ja auch der Sinn des Spiels, dass die Quest Vorrang hat und das Leben retten und killen und sowas. Vorrang vor der Gier. Da, wir helfen hier ordentlich. Obstgartenspinne. Was habe ich jetzt? Ich habe das Statikfeld. Das ist auch klasse. Wenn da jemand durch will, wird er erstmal betäubt. Das ist unglaublich nützlich. Das gibt es auch in 1000 Trailern schon zu sehen. Das war eine der ersten Fähigkeiten, die vom Elementalisten gezeigt wurde. Da hinten ist auch noch einer. Wie man sieht, immer in Bewegung, immer auf Zack. Die Kämpfe dauern praktisch Sekunden. Und man bewegt sich dann dabei. Man hat immer Freunde dabei praktisch. Man hat einfach das Gefühl, etwas zu tun, wirklich immer. Ab. Keine Spinne. Schade. Als Flughund. Mr. Flughund, kommen Sie wieder her. Sehr schön. Ah, Messmann will ich auch noch spielen. Das habe ich gerade bei diesen Schmetterlingen. Immer, wo Schmetterlinge sind, ist immer. Auf dem Wege der Besserung ist da ganz Mosten so. Was? Ich habe schon ausgeholfen? Das war's? Ich erinnere mich eigentlich an mehr. So, was haben wir denn jetzt gelootet? Wir haben ein Zweihandschwert. Das hätte ich gerne mit dem Messmer, weil Messmerfähigkeit mit dem Zweihandschwert dann richtig geil. Ich würde es nicht ertragen, den Hof zu verkaufen. Zu viele Erinnerungen. Mhm. Und ohne euch hätten wir hier einen katastrophalen Kuchenmangel. So, warte mal, welche Stiefel nehmen wir? Die oder die? Wir nehmen die langen. Die langen sehen besser aus. So, Leuchtentrute sieht perfekt aus für einen Bauer Eders Kuchen. Konnte ich den jetzt abgeben? Schwer voranzukommen heute, aber wir versuchen es. Aha. Man pflückt einen Apfel am besten kurz bevor er fällt. Zu früh und er ist sauer, zu spät und er hat braune Stellen. Braune Stellen hasse ich, aber sauer machen nichts aus. Es gibt hier eigentlich noch mehr Quests, aber die habe ich wohl gerade nicht getriggert oder sonst wie. Na gut, dann nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. So, was machen wir denn? Wollen wir schon Moorhof? Nee, wollen wir nicht. Wir wollen nach Götterfels rein. Ja, warte mal. Wir können ja auch die Wegmarkierung nutzen, bevor ich hier die ganze Strecke laufe. Ist zwar schön und so, aber naja. So, porten wir uns mal hier hin. Wir haben so, wie man sieht, einen Bruchteil des Dinges gemacht. Hallo. Hallo. Bäckerin Claudette. Was für ein Name. So, was wollen wir verkaufen? Behalten wir jetzt erstmal alles, weil ich keine Ahnung habe, ob ich das nochmal will. Eigentlich kann ich es auch verkaufen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ich nicht Handwerkern werde. Weil ich nie Handwerker mache. Aber egal. So, das hätten wir. Und jetzt stelle ich mich mal vor die Stadt. Ich will nämlich erstmal frühstücken und so ein paar Sachen machen und dann werden wir die Stadt erkunden. Wahnsinn. Da sieht man mal, wie fett das Ding ist. Und ich kann übrigens nicht ganz rein. Ich kann nur so und so. Und ich denke, das reicht eigentlich schon als Ausblick. Wir können uns noch ganz nah ans Tor stellen. Das wird ja noch größer. Da sieht man mal, wie fett wie die Dimensionen dieses Spiels sind. So hoch sind die Tore. So muss man sich vor Rom gefühlt haben als Fremder. Gut, aber das soll genügen jetzt. Und wenn ich dann fertig bin mit meinen Sachen, dann
begeben wir uns nach Götterfels und werden da erstmal erkunden und die ganzen schönen Plätze uns ansehen. So, Post, danke, danke, ich mach dich auf. Dich auch. So. Und dann würde ich sagen, bis denne.